In der Geschichte der Panzerentwicklung gab es oft Maschinen, die es nicht bis in die Serienreife schafften, aber dennoch die Entwicklung der weiteren Maschinen maßgeblich beeinflussten. Der KW-13 ist einer solcher Maschinen. Diese Maschine kombinierte die damals noch eine sehr solide Panzerung mit einer guten Mobilität. Projektiert wurde die Maschine als ein schwerer Panzer, oft in der Literatur auch genannt als ein mittlerer Panzer schwerer Panzerung, was nicht stimmt. Der Panzer erschien in einer schweren, für die UdSSR-Zeit, unter der Leitung eines sehr talentierten Konstrukteurs, Nikolai Zeitz. Bis zum Ende von 1941 häuften sich noch nicht so viele Reklamationen zum KW-1-Panzer, zu seinem Getriebe und dem scheinbar Übergewicht der Maschine. Das Fahrwerk und das Getriebe vertrugen dieses Gewicht nicht und mussten dringend überarbeitet werden, aber bis Ende 1941 hatte man das noch nicht so realisiert und man beschwerte die Maschine noch mehr, indem man zusätzliche Panzerplatten angebracht hat, um den deutschen Kanonen zu widerstehen, vor allem der 8,8 cm Flak. Von daher liefen noch auf dem gleichen Fahrwerk und fast mit dem gleichen Getriebe Arbeiten an einem noch schwereren KW, nämlich dem KW-3, der eine 85 mm Kanone erhalten sollte. Wären also diese Arbeiten erfolgreich gewesen, hätte die Rote Armee ihren KW-3, also einen Tiger-Pendant, bereits im Sommer 1942 erhalten. Das wären also vergleichbare Panzertiger und KW-3 von der Panzerung und der Kanone her. Auch die Motoren hätten vergleichbare Leistung, 650 PS beim KW-3 mit dem 700 PS beim Tiger. Doch das ist nicht so eingetreten. Zuerst ist die für den KW-3 entwickelte 85 mm Kanone U12 gestorben sozusagen. Dann Ende Januar 1942 kamen zu viele Reklamationen, so dass das beim Stalin eintraf und dass der Stalin dann beim Militärrat die Frage angesprochen hat, was mit dem KW-1 los ist, warum er eben unzuverlässig ist. Zu diesem Zeitpunkt erreichte die Gefechtsmasse des KW-1 durch die ganzen Verstärkungen bis zu 50 Tonnen. So mussten zwei weitere Wege vorangeschlagen werden. Der erste Weg war es, die Leistung des Motors zu steigern und gleichzeitig die Masse zu reduzieren. Die Arbeiten zur Leistungssteigerung des Motors W2K begannen bereits im Februar 1942. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass das Kühlsystem damit nicht fertig wurde. Dieses musste natürlich auch angepasst werden an die höhere Leistung des Motors. 23. Februar 1942 kam der Befehl, das Gewicht des KW-Panzers um 1,3 Tonnen zu reduzieren. Denn zu diesem Zeitpunkt fielen reihenweise Getriebe der KW-1-Panzer aus, wegen der Überlastung. Es wurde klar, dass der KW-1 ernsthaft überarbeitet werden muss. Im März 1942 häuften sich die Fehlfunktionen der Getriebe des KW-1-Panzers dermaßen, dass es zu einer richtigen Plage wurde. Zu diesem Moment begannen die Arbeiten zu einer tiefen Modernisierung des KW-1-Panzers. Die Erleichterung der Konstruktion und die Überarbeitung der Antriebsaggregate sollten eine Besserung bringen. Diese Arbeiten bildeten die Basis zur Entwicklung des KW-1S-Panzers. Doch parallel dazu begannen die Arbeiten an der Entwicklung einer neuen Maschine, die KW-13 genannt wurde. Die Entwicklung lief unter der Leitung von Ingenieur Zeitz. Er war ein sehr erfahrener Panzerentwickler, der bereits an der Entwicklung des allerersten sowjetischen Panzers MS-1 beteiligt war. Am 2. Oktober 1930 wurde er verhaftet wegen des Verdachts einer antirevolutionären Tätigkeit und musste an einem Konstruktionsbüro für Inhaftierte weiterarbeiten.
Am 22. April 1932 wurde er vorläufig entlassen, blieb aber am gleichen Konstruktionsbüro weiter und hat dort weiter an Amphibienpanzer mitgearbeitet. 1934 kam Zeitz von Moskau nach Leningrad in die Fabrik Nummer 185 und bekam dort einen leitenden Posten. Dort führte er die Entwicklung des T-29-Panzers an. Es war eine Variante des T-28, der mit Radkettenantrieb und einer Drehstabfederung versehen wurde. Die Arbeiten an T-29-Panzer liefen nicht gut und so kam Zeitz wieder unter den Verdacht, absichtlich Schädlingsarbeit geleistet zu haben. Er leitete zu der Zeit die Arbeiten an dem SMK-1-Panzer und da wurde er wieder verhaftet. Es hätte auch so kommen können, dass er auch hingerichtet werden könnte. Glücklicherweise hat irgendjemand ein gutes Wörtchen für ihn eingebracht und so kam Zeitz wieder frei. Im Winter 1941 kehrte er wieder zu seiner Entwicklungsarbeit zurück. Danach war Zeitz beteiligt an der Entwicklung des KW-4-Panzers. Seine Variante wog 90 Tonnen und war eine der fortschrittlichsten Varianten von insgesamt ca. 14 vorgestellten. Und seine Variante des KW-4 wurde zur Basis zum KW-5-Panzer. Bei der Entwicklung des KW-13 bekam Zeitz die Aufgabe, einen Panzer mit der Beweglichkeit des T-34 und mit dem Panzerschutz des KW-1 zu entwickeln. Zeitz war sehr gläubiger Mensch und war gleichzeitig auch abergläubisch und es hat ihm überhaupt nicht gefallen, dass der Panzer KW-13 genannt wurde. Schon bald also bekam die Maschine eine neue Bezeichnung und ging in den Schriftwechsel als IS-1 ein. Manchmal wird KW-13 als Objekt 233 bezeichnet. Das ist falsch, denn dieses Projekt bekam einen Zeichnungscode 233, hat aber nichts mit der Objektbezeichnung zu tun. Die Objektbezeichnung kam erst im Sommer 1943 in der Fabrik rein. In der Zeit war KW-13-Projekt bereits schon seit einem halben Jahr geschlossen. Die technischen Merkmale des KW-13 nahmen bereits im Mai 1942 feste Formen an. Die Forderungen zu der Maschine führten dazu, dass der schwere Panzer eine Masse des mittleren Panzers hatte. Bei der Entwicklung haben die Entwickler sich an dem T-34 orientiert. Es wurden einzelne Komponenten von ihm ausgeliehen, zum Beispiel die Kettenglieder oder das Antriebsrad. Außerdem wurde auch der Turm mit der Berücksichtigung des T-34-Turms entwickelt. Dieser wurde anfänglich zweisitzig, später bekam er einen dritten Sitz. Es wurde auch eine Kommandantenkuppel geplant und ein Heck-MG. Obwohl der dreisitzige Turm nur auf Papier blieb, führte das später dazu, dass der KW-1S-Panzer diesen Turm bekam. Mit dem ursprünglichen KW-1 hatte der KW-13 bis auf den Motor, die Drehstabfederung und ein paar andere Elemente sehr wenig gemeinsam. Natürlich war der KW-13 nicht komplett neu entwickelt worden. Eine Reihe von Ideen wurden auch von anderen Panzern geliehen. Zum Beispiel orientierten sich die Ingenieure von CKZ und der Fabrik Nummer 100 an ihrer Erfahrung bei der Entwicklung des T-50-Panzers zur Anordnung des Fahrers in mittiger Position. Ebenfalls die Konstruktion des MGs und die Kühlung mit dem entsprechenden Anordnung der Kühlkörper. Diese Anordnung verdankt der Panzer seinen Buckel an der Motorabdeckung,
Diese Lösung wurde auch bei ein paar der KW4-Projekte verwendet. Aber es gab auch viele neue Lösungen und Ideen. Zum Beispiel war es angedacht, ein 9-Gang-Getriebe mit einem dreifachen Demultiplikator einzusetzen, das vom Ingenieur Marischkin entwickelt wurde. Ebenfalls war ein hoher Anteil an gegossenen Teilen vorhanden. Das sollte die Herstellung vereinfachen und einen leeren Volumen hinter der Panzerung reduzieren. Die so frei gewordene Masse konnte zur Verstärkung der Panzerung genutzt werden. So war es bei der ersten Variante gedacht, die maximale Panzerung der Wanne und des Turms bei 90 mm zu halten. Anfang Juli 1942 wuchs die Panzerungsdicke bereits auf 100 mm an. In der finalen Variante konnte die Panzerung sogar bis auf 120 mm verstärkt werden. Dabei wog die leere Wanne 13,25 Tonnen, der leere Turm 4,15 Tonnen. Am 5. Juni 1942 wurde das Projekt auf einer Besprechung vor der Regierung vorgestellt, aber Stalin persönlich entschied, dass sich die Konstrukteure erstmal auf die Beseitigung der Probleme der laufenden Modelle T-34 und KW-1 konzentrieren sollten, anstatt jetzt sich gleich auf neue Modelle zu stürzen. Erst wenn die Probleme der Serienmodelle beseitigt wurden, erst dann sollten die Konstrukteure neue Modelle angehen. Das Projekt KW-13 wurde zwar erstmal eingefroren, jedoch flossen viele Lösungen in das Projekt der Verbesserungen des KW-1-Panzers KW-1S. Erneuter Schlag gegen das KW-13-Projekt wurde am 3. Juli 1942 ausgeführt. Da kam der Befehl raus, dass Tscheker Seefabrik T-34-Panzer fertigen sollte und somit wurde die Reduzierung der Fertigung der KW-1-Panzer bestimmt und dadurch war das KW-13-Projekt komplett gefährdet. Der leitende Konstrukteur Zeitz erlitt einen Herzinfarkt am 19. Juli 1942 und starb daran. Eventuell hing das auch mit der Situation zusammen. Nach Zeitz Tod wurde Schaschmurin zum leitenden Konstrukteur ernannt. Die Maschine mochte er gleich von Anfang nicht, aber er musste das Projekt trotzdem beenden. Da die Fabriken mit der Fertigung und Nachbesserung der KW-1S und T-34 Panzer ausgelastet waren, konnte die Arbeit am KW-13 erst im September 1942 weitergehen. Die Fabrik Nummer 100 musste den Zusammenbau des Panzers ausführen. Diese konnte am 13. September beginnen. Wie so oft bei neuen Produkten gab es auch hier Passprobleme. Zum Beispiel passten die Treibstofftanks nicht in die vorgesehenen Plätze, die Steuerhebel passten nicht in die Halterungen und so weiter. Insgesamt wurden weitere 2 Wochen dafür verschwendet, alle nicht passenden Teile nachzubearbeiten oder neue anzufertigen. Im Vergleich zum anfänglichen Projekt vom verstorbenen Zeitz bekam der gebaute Prototyp vereinfachte, leichter zu fertigende Laufrollen und Spannrollen. Auch im Turm gab es Verbesserungen, die dann auch in den Serienpanzer KW-1S mit einflossen. Der erste Testlauf des KW-13 begann am 26. September 1942. Alle Mechanismen funktionierten normal, jedoch gab es schon da bereits erste Defekte. Nämlich machte die Ölpumpe Probleme. Am nächsten Tag wurde die Höchstgeschwindigkeit des Panzers gemessen. Man kam auf 55 km/h. Dies wurde ermittelt durch einen hinter dem Panzer fahrenden PKW Gas M1. Doch am Ende des Tages überhitzte der Motor, das Getriebe machte Probleme und die Stützrollen hatten ein paar Defekte. Schaschmurin schrieb in seinen Memoiren, wie er den Testlauf am 26. und 27. September durchgeführt hat. Und zwar plante er eine Strecke von Chelyabinsk nach Kopeisk und zurück und er schrieb, dass die üblichen Testfahrer die Maschinen kannten und es vermeidet haben, in der Regel
die Maschine zu sehr zu belasten. Und das hat er nicht akzeptiert. Ursprünglich war das Projekt von Zeitz und scheinbar hat ihm das nicht geschmeckt, dass er das Projekt von Zeitz übernehmen musste und zu Ende führen musste. Er schreibt also, dass bei diesem Testlauf auf dem Hinweg ein Testfahrer Kovsch die Maschine führte und als sie ankamen, gab es nur ein paar Risse auf den Laufrollen und auf dem Rückweg führte Schaschmurin selbst die Maschine und er jagte die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit durch die Strecken, durch die Straßen und Umwege und als sie dann zurück waren in der Fabrik, da war einiges kaputt am Fahrwerk. Es gab einen großen Aufschrei und das Schicksal der Maschine war damit besiegelt. Im Endeffekt lag Schaschmurin aber richtig, denn die Maschine war viel zu roh für die Serienfertigung. Es gab Probleme mit dem Getriebe, auch die Steuerung erforderte sehr viel Kraft. 60 kg Druck auf die Lenkhebel, 90 kg Druck auf die Pedalen. Ein Haufen Probleme mit der Wartung. Man konnte zum Beispiel den Luftfilter nicht einfach so ausbauen, dafür musste das komplette Kühlsystem demontiert werden. Auch das Spannsystem für die Ketten gab Probleme und das war nicht gerade auf die schnelle Fahrweise zurückzuführen. Die Reparaturarbeiten nach dem ersten Testlauf dauerten über eine Woche. Man schaffte es, die Kraft für die Betätigung der Steuerungshebel auf 24 kg zu reduzieren. Die Verwendung der T34-Ketten war unglücklich, eine schlechte Idee und so wechselte man wieder zurück auf die KW-Ketten. Am 5. Oktober ging der KW-13 zum dritten Testlauf. Er lief eine Distanz von 35 km und es wurde festgestellt, dass die Spannmechanismen für die Ketten sich lockerten, die Kette zu lose wurde und so die Abdeckbleche abriss. Dadurch flog der Dreck direkt in die Luftansaugstutzen für den Motor und der Motor machte Probleme und überhitzte auch noch. Das Getriebe arbeitete beim dritten Testlauf zuverlässig. Bei der Rückkehr in die Fabrik ging der KW-13 erstmal zur Reparatur, die wieder eine Woche dauerte. Der Panzer ging dann das nächste Mal am 13. Oktober in den Testlauf und legte da 85 km zurück. Die Probleme, die waren wieder vorhanden. Wieder flog der Dreck in die Luftansaugstutzen, wieder überhitzte der Motor und dazu kamen noch die Probleme mit dem Getriebe. Auch bei den nächsten Testläufen am 16. und am 19. Oktober gab es Probleme mit dem Getriebe. Insgesamt legte der KW-13 im September und November 1942 715 km zurück. Im Laufe deren insgesamt über 50 verschiedene Defekte herauskamen. Unter anderem gab es Risse im Unterboden des Panzers. So wurde zum Ende 1942 klar, dass KW-13 eine unglückliche Maschine ist und dass man etwas anderes entwickeln müsste. So wurde das Projekt geschlossen, aber dennoch waren die Bemühungen nicht umsonst, denn der KW-13 wurde zum ersten Schritt auf dem Weg zum IS-2-Panzer, dem besten sowjetischen schweren Panzer des Zweiten Weltkrieges und vielleicht sogar nach Meinung von manchen Spezialisten der beste schwere Panzer des Zweiten Weltkrieges. Das war der erste Schritt zum IS-2 und im nächsten Teil beim Schritt 2, da geht es auch um einen Panzer, der bereits den Namen IS-2 trug, hat aber etwas anders ausgesehen als der Panzer, den wir als IS-2 eigentlich kennen. Und wenn Sie also ganz schnell die Fortsetzung wollen über diesen Schritt 2, dann drücken Sie einen Daumen hoch, Abo und kommentieren Sie das Video, verteilen Sie es überall und wenn genügend Likes zusammenkommen, dann mache ich schnell einen Teil 2. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Adios.